Wir sind heute in Inzey, ganz gemütlich in der Stumme von der Familie Koch. Und der Familiengesang Koch, das ist was ganz was Besonderes, weil da singen drei Generationen miteinander. Oma, Tochter mit ihrem Ehemann und Enkel miteinander, jetzt aus der Sicht von der Oma, der Anne, gesehen. Und ihr singt ja schon allbei, aber so miteinander, das hat ja auch ein bisschen eine Geschichte. Ja, das hat sich so entwickelt. Wir haben zu dritt gesungen und dann hat der Corbinan ist noch dazugekommen und zuerst hat ein bisschen Speer da und dabei, wir haben alles Bass dann gebraucht. Und er dann ist er doch angesprungen. Ja. Und jetzt gefällt es ihm, glaube ich, dass er mitsingt. Hat es da einen bestimmten Anlass oder Veranstaltung gegeben, wo du gesagt hast, jetzt proben wir auf was hin, jetzt singen wir zu viert? Mhm. Und das war das erste England, was wir gesungen haben, für unsere Leute. Gell? Mhm. War uns ein Bedürfnis, ja. Und hat auch hingehört. Und das hat uns dann ein bisschen aufgebaut, dass wir auch weiter dort können, dass wir es auch schaffen. Und ich habe es ja schon hören dürfen, wie sich das anhört. Und das hört sich jetzt ja alle, wie schön der Familiengesang Koch singen kann. Ja, habt ihr's denn nicht gesehen, was heut die Nacht ist geschehen? Heut sind so faule Schlinken, hätt ihr ein paar die Lust, lässt singt ihr Seidel bürsten und sagt's gar nicht lust. Der Schöne ging ein Löwen entschwitt, sie haben für eine selber zum Singen gekippt. Der Himmel, der hat Brunnen, ob gemeint scheint die Sonne. Ein Kind ist geboren im Stall, drum bei der Stadt, es liegt in einem Krippel in Windel meine Bart. Frisch auf und jetzt was Zeilen nach Bethlehem hinein, mit Samen und verweilen, bis wir beim Kindl sein. Dort wollen wir gleich ergreifen, die Klarinet, die Pfeifen. Dies soll ihr schönste Gesatzel, die spielen wir ja gleich auf. Ja, dass das herzige Kindl recht lachen